Hören Sie auf, damit rumzuspielen! Ich muss sie nur noch richtig scharf stellen. Geben Sie mir endlich die Berechnungen für die Sequenzwandler! Sofort! Hier, die sind schon überprüft. Ob es da wohl regnet? Achtung, bereithalten! Herr Hitler! Ja, was ist los? Ich habe keine Zeit, hier rumzustehen. Ja, ich verstehe. Und? Haben Sie ihn gefunden? Hitler ist aus dem Weg. Gratuliere, Professor. Wenn Hitler beseitigt ist, dann... Das wird die Zeit zeigen. Früher oder später. Die Zeit wird es zeigen. Gradenko, wie lange hat es gedauert, bis die Wirkung eintrat? Können wir hier offen reden? Natürlich. Machen Sie schon. Die Einwirkungszeit hängt von der Panzerung der Cyborgs ab. Bei den Mechanobots hat es weniger als 15 Sekunden gedauert. Bei einem Schütze zwei Cyborg länger, zwischen 18 und 42 Sekunden. Keine resistenten Cyborg-Typen? Keine, Genosse Stalin. Zerstörung insgesamt? Etwa 110. Meine Geheimdienstinformationen sprechen von 128 Cyborgs in diesem Depot. Wie erklären Sie sich den Unterschied? Ungenaue Geheimdienstinformationen? Genug jetzt. Beginnen Sie mit der Produktion der Waffe. Ist bereits angelaufen, Genosse Stalin. Hier übrigens ein Neuzugang. Ihrer Beurteilung zufolge sollten Sie ja ganz brauchbar sein, Leutnant. Ich möchte diese Beurteilung erst sehen, beschäftigen Sie den Leutnant mit etwas Wichtigem, Gradenko. Das wäre dann alles, Gradenko. Verzeihen Sie, Genosse Kommandant, aber da wäre noch etwas. In der Gefechtszone von Torum sind wir auf eine getarnte alliierte Stellung gestoßen. Der Gegner bewacht die Zufahrtsstraßen zur Basis hier und hier. Was zögern Sie denn da noch? Vernichten Sie die Basis und alle Cyborgs darin.
Komm, mein Täubchen. Ich habe einen Auftrag, der deiner ganz besonderen Fähigkeiten würdig ist. Dann schauen wir doch mal, wie Sie sich anstellen. Begeben Sie sich nach Torum. Vernichten Sie alles dort. Hinterlassen Sie keine reparierbaren Überreste. Das wäre dann alles. Gratuliere zu diesem Auftrag, Commander. Ich bin Hauptmann Georgi Kukov, Kommandeur der Gefechtseinsätze in dieser Region. Hinter diesem Fluss liegt Deutschland. Morgen beginnt unser Angriff. Heute schieben Sie erstmal Wache. Bewachen Sie die Basis und das Befehlszentrum. Und zwar mit Ihrem Leben. Die Alliierten kommen unseren Stellungen immer näher. Achten Sie auf Hinterhalte. Wenn es zum Kampf kommt, sind Sie ausdrücklich zu einem Gegenangriff ermächtigt. Wir sehen uns dann in Berlin. Imperialisten sind uns ausgeliefert. Wir haben 14 Panzerdivisionen an dieser Grenze. Und die Alliierten halten sie mit nur 3 Divisionen auf? Bei der Geschwindigkeit des Vormarsches unserer glorreichen Kampfroboter haben wir in 60 Tagen ganz Europa eingenommen. Mag sein, aber 11 Monate hinter dem Zeitplan. Es ist für unsere Propaganda überaus wichtig, dass wir Berlin vor dem Geburtstag des Genossen Stalin erobern. Genosse Gradenko, haben Sie nicht berichtet, alle Waffenfabriken seien gesichert? Ich habe sie persönlich inspiziert. Wie konnten dann die alliierten Schweine unsere Fabrik bei Sofrensk ausschalten? Unmöglich, meine Sicherheitsvorkehrungen waren... Wirkungslos, wie wir befürchtet haben. Das war unsere wichtigste Fabrik. Werden wir jetzt überhaupt noch laut Plan vorankommen? Was ist mit Einstein? Verläuft seine Antriebsforschung immer noch nach dem Zeitplan? Nun? Ich muss berichten, dass vor ein paar Stunden, nun, Einstein wurde gekidnappt. Ich weiß. Wir holen ihn schon in diesem Moment gerade zurück. Gut. Sehr gut. Ich würde nur ungern einen so ergebenen Offizier wie Sie töten, Gradenko. Ich weiß nicht, wo Einstein ist. Noch nicht. Aber ich weiß, wer unsere Sache verraten hat. Wir haben die Datenkennung eines alliierten Infiltrators in Kyriagin geortet. Er muss schnellstmöglich deaktiviert werden. Auf nach Kyriagin mit Ihnen. Stöbern Sie ihn mit Ihren Suchhunden auf, bevor er noch mehr verraten kann. Gute Arbeit, wie Sie den Verräter erledigt haben. Sie gefallen Stalin. Enttäuschen Sie ihn bloß niemals. Und jetzt habe ich einen Spezialauftrag für Sie. Wir sammeln unsere Kräfte für einen Schlag gegen Berlin. Darum spielen wir mit den Alliierten ein wenig, wie sagt man, Katz und Maus. Ich möchte, dass Sie ein Ablenkungsmanöver durchführen. Beschäftigen Sie den Gegner, bis wir Truppen hinter seinen Linien absetzen können. Mit dieser Verstärkung haben Sie dann die gegnerischen Funkverbindungen zu unterbrechen. Wir möchten Berlin lieber
ohne Vorwarnung überraschen. Tötest du einen Menschen, ist das eine Tragödie. Wenn du 10 Millionen umbringst, ist das eine Statistik. Sie nennen mich Mörder. Doch erst die Geschichtsschreibung wird meine Taten beurteilen können. Ich lebe nur, um dem Volk zu dienen. Wo die Römer versagten, werde ich Erfolg haben. Die Grenzen Russlands werden von Küste zu Küste reichen, denn ein einiges Vaterland ist unser Schicksal. Diese Gebiete wurden einst von korrupten zaristischen Diplomaten und kriminellen Offizieren gestohlen und der Cyborg-Kriegsvertrag besiegelte den Verrat. Aber jetzt genug davon. Sie haben mir gut gedient. Machen Sie weiter so. Und Ihre Zukunft wird so hell strahlen wie der Stern der Sowjetunion. Als Belohnung für Ihren Dienst am Volke möchte ich Sie befördern. Ihre erste Aufgabe als Feldhauptmann führt Sie auf die Insel Kalkus. Wir brauchen das Erz dort für ein Sonderprojekt. Außerdem haben Sie die alliierte Funkzentrale dort zu erobern. Wir müssen wissen, was diese imperialistischen Hunde vorhaben. Gute Reise. Tun Sie, was das Volk von Ihnen verlangt. Gesagt, das kann nie passieren. Egal wie viele Cyborgs wir ausschalten, sie bauen immer neue. Die Vereinten Nationen unterstützen sie mit Truppen und Material. Zur Hölle mit ihnen! Zerstört sie, bevor sie noch stärker werden! Du wirst mich doch nicht enttäuschen, oder? Die Bomben sind fast fertig, Genosse Stalin. Die letzten Bauteile kommen heute im Luftwaffenstützpunkt Gorsow an. Wie? Mit einem LKW-Konvoi. Hier. Bewachen Sie ihn mit Ihrem Leben. Er muss nach Gorsow durchkommen. Wenn Sie versagen, kommen Sie gar nicht erst wieder. Wann? Ist der Reaktor kernsicher? Sie müssen die Stellung halten! Stoppen Sie sie! Die Alliierten greifen den Reaktor in Komensk an. Bin schon unterwegs. Nein, das ist zu wichtig. Sie gehen. Das Kühlsystem ist abgeschaltet. Der Kern erreicht bald kritische Temperatur. Sie müssen in den Reaktor eindringen und die Kühltürme wieder ins System einbinden. Thank you.
Ich habe dir Berlin versprochen, Josef. Hast du etwa an mir gezweifelt? Wenn ich das täte, wärst du längst tot. Wie könnte ich dir meine Liebe besser zeigen als mit einer Stadt als Geburtstagsgeschenk? Da fallen mir schon ein paar Möglichkeiten ein. Was? Ein paar Sachen dürfen Sie noch nicht sehen. Kommen Sie, wir sind spät dran für die Besprechung. Was ist denn so wichtig, dass Sie eine private Besprechung stören, Gradenko? Sie verschwenden unsere Zeit mit Zaubershows? Das hier ist Elba. Unsere Aufklärung ortete die Landung eines alliierten Truppentransporters. Unsere Agenten gingen hin, sahen das hier, nahmen es auf Video auf und dann... nichts mehr. Er ist nicht abgezogen, das hätten wir mitbekommen. Er ist einfach verschwunden. Lassen Sie das nochmal laufen. Unmöglich. Eine ganze Einheit. Ich muss wissen, was genau das ist, Nadja. Wenn es eine Waffe ist, muss ich sie haben. Das wäre eine prächtige Ergänzung zu unserem Projekt Eiserner Vorhang. Eiserner Vorhang? Darüber brauchen Sie nichts zu wissen, Genosse Kukov. Kontrollieren wir Elba? Alliierte Cyborgs halten die einzige Gefechtszone auf der Insel. Wir hätten uns ja schon längst um sie gekümmert. Keine Ausflüchte, Genosse. Wir brauchen diese Insel. Nein, Gradenko. Sie bleiben hier. Schicken Sie den Hauptmann. Er soll das erledigen. Verhindern Sie mit Hilfe unserer U-Boote die Landung weiterer Cyborgs und eliminieren Sie alle gegnerischen Bots in der G-Zone. Niemand darf hiervon erfahren. Sagen Ihnen diese Namen etwas? Das sind Ihre Generäle. Aber mein Name fehlt auf dieser Liste. Seien Sie froh. Diese Männer werden zu Verrätern erklärt.
Sie haben geplant, mich zu ermorden. Sie finden, ich ruiniere Mütterchen Russland. Aber Sie... Sie haben immer zu mir gehalten. Als ich die Länder zurückeroberte, die uns die Europäer und Chinesen gestohlen hatten, waren Sie bei mir. Sie haben tapfer gekämpft, um meinen Traum zu verwirklichen. Darum erweise ich Ihnen jetzt diese Ehre. Todesurteile? Unterschreiben Sie. Beweisen Sie mir erneut Ihre Loyalität, indem Sie Russland von seinen Feinden befreien. Komisch. Stalin hat nichts über den LKW gesagt, den Gradenko im Stich gelassen hat. Mit Bauteilen des Eisernen Vorhangs? Ja. Wir müssen ihn wieder beschaffen. Ich bin sicher, Sie finden schon die richtige Behandlung für den Genossen Gradenko. Der Fahrerbord eines LKW wurde vom Gegner paralysiert, irgendwo hier. Die Alliierten haben den LKW gekapert und ihn zu einem Feldlager gebracht. Sie wollen ihn aus der Gefechtszone bringen, um seinen Inhalt gründlich zu untersuchen. Das können wir nicht zulassen. Aber wir können ihn auch nicht zurückerobern. Der Fahrerbord ist mit Sicherheit schon reprogrammiert. Lassen Sie den Wagen keinesfalls aus der Gefechtszone heraus. Beförderungen gehen in der Roten Armee mitunter recht schnell. Sammeln Sie weiterhin Siegestrophäen. Und die Zukunft gehört Ihnen. Einer unserer Konvois bewegt sich durch feindliches Gebiet. Sie wurden abkommandiert, ihm auf seinem gefährlichen Weg Geleitschutz zu geben. Sorgen Sie dafür, dass die Wagen sicher am Ziel ankommen. Als Belohnung für Ihre treuen Dienste wird Ihnen eine große Ehre zuteil. Wir stellen Ihnen unsere neueste militärische Errungenschaft, den MiG-Jagdbomber, für diesen Einsatz zur Verfügung. Er ist einfach unschlagbar, wenn es darum geht, größere alliierte Panzerverbände zu zerschmettern. Mit dieser MiG und Ihren üblichen Jagdflugzeugen sollten Sie eigentlich keine Probleme haben, für die Sicherheit des Konvois zu sorgen. General Kukow verspätet sich. Wir haben noch etwas zu besprechen, bevor er kommt.
Nadja, dieser Tee ist ausgezeichnet. Vielen Dank. Ich habe ihn selbst gekocht. Wir können keine Inkompetenz dulden. Und wir werden nicht zulassen, dass Sie unser Projekt Eiserner Vorhang noch länger gefährden. Schön, dass Sie das auch so sehen. Verräter zu bestrafen ist mein Ressort. Ja. Und mein Vergnügen. Meine Spione berichten, dass die Alliierten eine größere Seeoffensive planen. Wir können ihnen an der Auftankstation den Weg abschneiden. Gehen Sie mit Ihrem Kommandofahrzeug auf einer geeigneten Insel an Land und vernichten Sie die alliierte Tankstation. Wir müssen dieses Gebiet für unsere U-Boot-Operationen freihalten. Los! Und jetzt, General Kukow, erzählen Sie mir doch etwas über diese Geheimwaffe der Alliierten, diese Chronosphäre. Nochmal zurück. Ich will das Ding haben. Die Alliierten nennen diese Technologie die Chronosphäre. Meine Gewehrsleute sagen, sie arbeitet mit extrem energiereichen Signalen. Ich will sie. Genosse, wie? Ich bin nur von Idioten umgeben. Besorgen Sie sie. Von mir aus stellen Sie sie. Nadja, sag deinen Spion, ich will detaillierte Pläne. Wenn Gradenko Einstein nicht hätte entkommen lassen, dann wäre diese Waffe jetzt in unserer Hand. Genosse, wir haben eine Spur. Ein alliierter Stützpunkt in der Nähe von Zed sendet extrem energiereiche Signale aus. Ich vermute, dort verstecken sie die Chronosphäre. Wir haben dort drei separate Kommandozentralen ausfindig gemacht. Erobern Sie alle drei. Lassen Sie nicht zu, dass man unser rechtmäßiges Eigentum zerstört. General. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Sie Einstein in einem so schwach befestigten Gebiet verstecken wollten. Glauben Sie es oder nicht, Sie wollten. Und jetzt haben wir ihn. Der Sender ist nicht zu orten und hat eine Reichweite von 500 Meilen. Warum glauben Sie, dass die Alliierten versuchen werden, ihn zu befreien? Die denken doch bestimmt, dass er beim Angriff auf den Stützpunkt umgekommen sei. Das würden Sie sicher, wenn ich nicht Informationen über Einsteins Gefangennahme und den geplanten Termin seiner Exekution ausgestreut hätte. Keine Bange, die Alliierten werden schon kommen. Und wir können ihn verfolgen? Mit dieser Uhr? Ja, Genosse. Und er wird uns direkt zur Chronosphäre führen. Einstein ist weg, Genosse. Die alliierten Koordinaten kommen gerade rein. Mit der Chronosphäre und dem eisernen Vorhang sind wir bald unbesiegbar. Stell dein Einsatzteam zusammen. Seien Sie vorsichtig. Das Radar der Alliierten sendet automatisch einen Selbstzerstörungsbefehl an die Chronosphäre, wenn ein Eindringling geortet wird.
Wenn sie also entdeckt werden, bevor das Radar außer Gefecht ist, können wir die Chronosphäre verlieren. Die Chronosphäre zu verlieren, daran dürfen Sie nicht mal denken. Das durfte nicht passieren. Die Chronosphäre sollte uns gehören. Jetzt haben wir nur einen Haufen Schrott. Und Sie, General, Sie tragen die Schuld. Er hat es versäumt, die Radarzentralen auszuschalten. Ich glaube, er ist sich über die Strafe im Klaren. Bringt ihn raus und erschießt ihn aus meinen Augen mit dem Kerl. Genosse Stalin, den General trifft keine Schuld an der Zerstörung der Chronosphäre. Ich persönlich habe sein Vorgehen überwacht. Und wer bitte ist dann schuld? Natürlich war es der Fehler des Generals. Niet, Genosse. Sie waren es, der versagt hat. Sie haben den General nicht über den anderen Sender in der Nähe informiert. Ist das wahr, Kukov? Gab es einen vierten Sender? Naja, wir haben ihn beim ersten Überflug nicht bemerkt, aber es stimmt, dass wir... Sie... Täuschen mich, Kukov. Wenn die Chronosphäre nicht uns gehören kann, dann soll sie mit dem Schrott der alliierten Blechkämpfer zusammen begraben werden. Nadja, wo stecken Sie? Wo ist Ihr Hauptquartier vergraben? Wir haben Einsteins Signal verfolgt. Er befindet sich jetzt an der englischen Küste. Dort muss Ihre Befehlsstelle sein. General, Sie können jetzt einiges wieder gut machen. Sie werden den Angriff auf das alliierte Hauptquartier leiten. Machen Sie! Diese ganze Allianz dem Erdboden gleich. Aber Genosse Kommandeur, ein direkter Angriff... Genossin, wenn du Kukov auf dem Boden Gesellschaft leisten willst, stell deinen Angriffstrupp zusammen. Ein rein sowjetischer Kontinent ist unsere Bestimmung. Erstaunlich, diese Engländer. Wie schnell sie sich anpassen. Die müssen sich ja wirklich nach unserem Sieg gesehnt haben. Sie haben ihre ehemaligen Herrscher schneller verlassen als Ratten ein sinkendes Schiff. Wir haben getan, was noch niemand gewagt hat. Die Sowjetunion erstreckt sich über den gesamten Kontinent. Wir haben Europa endlich befreit. Zeit zum Feiern. Tee? Naja, warum nicht? Entspricht ja der Landessitte. Ausgezeichnet. General, Sie haben sich und Ihrem Land Ehre gemacht. Ich werde mich persönlich darum kümmern, dass Sie eine fürstliche Belohnung erhalten.
Nadja, dieser Tee ist hervorragend. Vielen Dank. Ich habe ihn selbst gekocht. Gift! Du billige! Du elendes Schwein! Du wirst nie wieder an mir rumgrapschen! Gut, General. Dies momentane Chaos in Europa wird nur einem dienen, unserer geheimen Bruderschaft. Jahrhunderte haben wir auf diesen Moment gewartet. Es wird Zeit, aus dem Schatten zu treten. Und Kain ging hinfort aus den Augen des Herrn und ließ sich nieder im Lande Nord. Sie haben gut daran getan, uns zu dienen, und sie sollen ihren Lohn dafür erhalten. Wir schätzen, die Bruderschaft sprengt die Grenzen der Sowjetunion erst Anfang der 90er Jahre. Bis dahin werden sie für Ruhe sorgen. Kämpfen sie unsere Schlachten, wo es nötig wird, und wir werden sie als loyalen und gehorsamen Diener behalten. Bis in alle Zukunft. Zukunft, Genosse Generalsekretär. Vergessen Sie niemals, ich bin die Zukunft.